Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem ModMap Hof Hirschfeld. Heute zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, wie soll es auch anders sein? Ihr habt es in der Titelbeschreibung schon gelesen. Es geht eigentlich um einen Tiefenlockerer, aber lasst mich mal ein bisschen ausholen. Ne? Und dafür habe ich mal eine Kombination hier aufgestellt. Ihr seht das hier gerade. Das ist ein Kuhn-Fronttank für Saatgut. Ne? Ihr seht, das ist mit einem Schlauch entsprechend angebunden. Wir steigen mal hier aus. Das ist der hier. Dieser Fronttank, ne? Eigentlich auch ganz schön. Aber ist alles Vanilla. Ne? Da ist der Mod noch nicht mit drin. So, könnt ihr hier raufhüpfen, könnt ihr sehen, wie viel Saatgut drin ist und so weiter. Ne? Entsprechend die Schläuche. Dann habt ihr hier einen Kuhn-Tiefenlockerer. Achtung, aufgepasst. Dann hängt dahinter eine Kreiselegge, ne? Und eine entsprechende Drille, also eine Saatmaschine. So, das heißt, ich habe die komplette Bettaufbereitung. Ich habe Tiefenlockerer, also Flügen, dann die Egge, Grubbern und Saatgut. Ich weiß, machen nicht alle, ist aber hier im Vanilla Game so vorgesehen und kann man halt auch machen. Das ist eine Saatmaschine. Also keine Einzelkorn, sondern ganz normale Sähtechnik. Ne? So, wenn ich jetzt hier, mal gucken, das geht mit Steuerung V, glaube ich, alles senken. Ne? Mal gucken, ob ich das hier auch gerade anschalten kann. Das ist dann hinten die Sämaschine. Ach so, Motor natürlich, ja. So, jetzt haben wir das entsprechend an. Und jetzt zieht unser Axion das hier hervorragend durch. Und wie gesagt, die ganze Feldbearbeitung passiert hier gerade. Ich sehe hier gerade Weizen an. Ja, jetzt sagt ihr euch natürlich auch, das ist eigentlich ganz cool, eigentlich ist ja auch den Spurreißer da. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das war. So. Ja, habt ihr wirklich alles mit drin. Also für die Realismus-Spieler, das ist eine wirklich schöne Kombination, aber ne, muss man entsprechend starken Traktor haben. Ne? So. Jetzt kommen wir aber mal zu der Geschichte. Ich zeige euch das hier auch. Moment. Ich hänge jetzt mal alles nacheinander, aber seht ihr mal, was das wirklich alles für Zeug ist. Also da, was da alles so zusammenhängt. Ne? So, den hängen wir noch ab. Dann haben wir hier den Tiefenlockerer, wie gesagt. Ne? Den hängen wir noch ab. Und dann hängen wir das hier vorne ab. So, und dann gehen wir uns nämlich die nächste Kombination holen. Und das hat sich der gute Chris ausgedacht. Einige von euch kennen den. CJ Farming macht immer sehr, sehr coole Mods. Und stelle ich auch gerne vor, ist ein ganz lieber Kerl. Wie gesagt, macht cooles Zeug einfach. So, und der hat sich für seinen Privatgebrauch einen Tiefenlockerer gebaut, aus diesem Kuhn. Ne? Also die Vorlage ist der DC401 und der kann aber noch ein bisschen was mehr. Und zwar, seht ihr das, der ist erweitert. Er hat den 14402 genannt, also da, DC402, da steht es auch. Aber der, den gibt es so natürlich in der Form nicht, ne? Also mit Scharnieren nach hinten, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren bei so einem Tiefenlockerer. Das könnte sein, dass das von der Stabilität her nicht so ganz passt. Aber ich finde die... Oh, ja, ihr seht schon, das war nicht so clever von mir. Vielleicht hätte ich vorher erst den Fronttank anhängen. Also bitte erst Fronttank anhängen. So, und ihr seht auch da, trotz dass da jetzt ein Tiefenlockerer zwischenhängt, mit der Federstart kriegt der das hier tatsächlich hin, ne? Also ihr könnt entsprechend diese Schläuche auch damit anbringen. So, jetzt müssen wir das Ding natürlich einmal eben voll machen. Ihr wollt ja auch sehen, dass das ordentlich funktioniert. Oh, eben die Saatgut vorne reinfüllen. Ne? So. Ja, und das ist eine Einzelkorn-Sämaschine, eine Einzelkornsaat. Das heißt, da habt ihr ja manchmal das Problem mit dem tiefen Lockern vorher, dass das so ein Thema ist. Und entsprechend könnt ihr jetzt hier Mais, Einzelkorn sehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Sonnenblumen, Sojabohnen, Zuckerrüben. Ja, ist ja immer so ein Thema, ne? Hier sowas zu setzen wie Zuckerrüben. Zuckerrüben. Das nicht so richtig viel Sinn macht hier. Baumwolle auch nicht. Machen wir Mais. So. Steuerung V könnte alles senken. Okay. Macht er jetzt nicht. Hat der Fronttag hier überhaupt? Ne, der hat gar keine Räder. Den brauche ich nicht senken. Ich muss alles andere senken. So. So, jetzt ist alles gesenkt. Und auch da könnten wir jetzt wahrscheinlich mit Y das ausfahren. Ne? Und ihr seht schon,
Mais wird angesät. Ja, also wie gesagt, Tiefenlockerer direkt davor, die ganze Flügelgeschichte könnt ihr euch sparen. Also es ist wirklich ein Arbeitsschritt gespart. Das ist wirklich extrem praktisch, das muss ich schon mal sagen. Das können wir natürlich, ihr wollt es im Shop mal einmal gesehen haben, ne? Also wie gesagt, wir haben jetzt hier Mais so angesät. Das geht hier mit dem Felderstud aus der Einzelkorn. Und es geht auch mit der Lemken Azurit 9. Auch die hat 6 Meter. Und da macht es wieder, ja, macht schon auch ein bisschen Spaß, dann Einzelkorn anzusehen. Wie gesagt, das ist dann quasi Direktsaat, auch wenn die Einzelkorn-Dinger das in der Regel nicht mitbringen. Aber das wäre dann jetzt Direktsaat auf realistischere Art und Weise. Ne? Muss das schon auch mal festhalten. So, was haben wir denn hier? Ja, das ist die Kreissäge, die ich dazwischen gehängt habe, die HR404. Ihr seht, die gibt es auch nur in 4 Meter. Das heißt, man kann da jetzt nicht nur noch eine Kreissäge dazwischen hängen. Wie gesagt, für euch halt so ein Ding, dass ihr mal halbwegs realistisch Direktsaat direkt unter die Erde, also Einzelkorn direkt mit unter die Erde bringen könnt. Der Kuhn, Tiefenlockerer. So, es gibt diesen 401, das ist klar, der hat ja auch diese Anschlüsse, ne? Das ist eben diese Sämaschine und eben die Egge. Und dann gibt es hier eben den vom lieben Chris. Und da steht Azurit und Tempo V8 drin. Das sind eben die Sämaschinen, Einzelkorn-Sämaschinen, die man hier nutzen kann. Ja, und da gibt es dann noch eine Farbwahl. Entsprechend, also wenn ihr das, ne, hier in so einem CJ Farming Grün oder dann gibt es hier noch eine Markierung entsprechend dabei. Auch das sauber gemacht, ne, für den Straßenverkehr natürlich. Was soll ich sagen? Am Ende des Tages brauche ich da nicht viel nachgucken. Das hat der Chris natürlich hier sauber rangebaut, das seht ihr hier, ne? Die ist aus dieser Kuhn DC401 eben sauber umgebaut. Schönes Ding. Also die Idee auch, ne? So habt ihr eine schöne Erweiterung und könnt wirklich Arbeitsschritte sparen. Ihr braucht nicht extra noch Tiefenlockern vorher, sondern direkt Einzelkorn auf das Feld drauf. Ja, finde ich grandios. Also das ist schon eine coole Nummer, ne? Kann man schon mal so nehmen. Ich muss aber zugeben, ich weiß nicht, inwieweit das der Realität entsprechen könnte, ob das wirklich so funktionieren würde. Der hier zieht es gerade locker, habt ihr gerade gesehen, der zieht es locker über die Erde. Müsste der Axion auch tun können. Ob es sowas, so eine Kombination mit tiefen Lockern, Einzelkornsaat irgendwie funktioniert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also die Landwirte unter euch, bin ich immer sehr dankbar für, wenn ihr das reinschreibt. Nichtsdestotrotz, egal ob das realistisch ist oder nicht, es ist der Realität nahe, das kann man sagen. Und es ist eine wirklich wunderschöne Arbeitserleichterung. Chris, ich weiß, du hattest vorher überlegt, dann eventuell gar nicht zu veröffentlichen. Danke dir, dass du es tust. Danke, danke dafür. So, und lasst ein Däumchen da. Und natürlich auch ein Lob für den lieben Chris. Und dann unten in der Videobeschreibung werdet ihr auch den Link nachher finden, sobald das Ding veröffentlicht ist. Ich gehe davon aus, dass es bei der Alice Mod Company veröffentlicht wird. Aber die Info kriegt ihr auf jeden Fall noch früh genug. So, und dann, wie gesagt, wünsche ich euch noch alles Gute. Bye, bye und ade.